Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Und es ist schon etwas länger her, dass es ein Video von mir gab. Ich weiß es. Aber nichtsdestotrotz sei das heute jetzt endlich mal getan, dass ihr was Neues von mir hört. Heute habe ich für euch das Schaf Lucy bzw. das Lamm Lucy von der Firma Living Puppets. Und wie Lucy genau ist und was das Besondere an ihr ist und was mir vielleicht nicht so gut gefällt, das möchte ich euch in meinem kleinen Handpuppen unter der Lupe Report einmal näher bringen. So, schauen wir uns jetzt mal die Lucy etwas genauer an. Ich habe sie hier mal auf meinen, ich wollte schon sagen, Seziertisch gelegt, aber wir sind ja nicht beim Tatort. wie einer denkt jetzt ans Essen, lecker Lammragout und so. Lucy ist, das möchte ich gleich vorwegführen, ist ungefähr 43 cm lang. So ist es in den Katalogen immer angegeben. Kann man mehr, mal weniger sein. Je nachdem halt auch, wie hier hinten dieser Schwanz. Man kann es ja eigentlich nur erfühlen, wie der Schwanz gearbeitet ist, wie letztendlich die ganze Puppe ist, weil ja, wer selber Handpuppen baut und nicht nur eine davon von demselben Modell baut, sondern mehrere, der weiß, dass jedes Modell im Prinzip ein bisschen anders immer ausfällt. Also ungefähr 43 cm lang vom Hinterteil bis zur Schnauze. Wenn sich Lucy hinstellen würde, dann wäre sie ungefähr 33 cm groß, gemessen von der Pfote bis zur Kopfspitze, beziehungsweise bis ja, oben auf dem Kopf gesehen. Die vier Pfoten von Lucy sind nicht bespielbar. Ein Schwanz hat sie, ich hatte es gerade schon erwähnt, einen kleinen Stummelschwanz, der verschwindet allerdings unter diesem wunderbaren zotteligen Fell. Dann, wenn wir uns das Gesicht anschauen, sehen wir zwei Ohren, die wirklich goldig sind für dieses Schaf. Und wir sehen die Nase ohne Nasenlöcher. Ist nicht weiter tragisch, persönliche Meinung von mir. Dann sehen wir im Klappmaul selber eine Zunge. Diese ist nicht bespielbar. Und wenn wir uns die Augen anschauen, wenn man sie sich genauer anschauen würde, würde man feststellen, dass ja, die Augen in demselben Material gearbeitet sind, wie dieses umgebende Weiß um die Pupille. Ich finde dies nicht so gelungen. Ich finde, die Firma Living Puppets bzw. Mattis Spielprodukte steht eigentlich immer für sehr hochwertige Produkte. Und da finde ich schade, dass man sich da nicht mehr Mühe gegeben hat bei den Augen. Das sieht irgendwie so aus, als ob man sich ein Edding genommen hat und hat im Prinzip eine schwarze Pupille hier auf dieses, ja, auf diesen weißen Stoff drauf gemacht. Also hat man eine schwarze Pupille drauf gemalt. Ja, da wäre meiner Meinung nach ein Verbesserungsvorschlag angebracht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Was ich festgestellt habe, ist ein kleiner Faden, der hier an dem Auge zum Vorschein gekommen ist. Vielleicht ist es ein Montag-Morgen-Produkt. Bisher habe ich das bei den anderen Handpuppen, die ich mir angeschaut habe, nicht entdeckt. Da kann man sich einfach eine Nagelschere nehmen und kann das einfach mal wegschneiden. Kommen wir zur Bespielbarkeit. Man erreicht das Klappmaul hier am Bauch. So greift man dort hinein. Und dann kann man das Klappmaul bespielen. Im Katalog steht, es ist für Kinder und Erwachsene bespielbar. Ich komme in meinen Händen ganz gut rein. Problem finde ich allerdings, dass wenn Lucy sich nach links oder rechts drehen muss, das Ganze dann sehr schwierig wird. Wie das Ganze aussieht, möchte ich euch nochmal in einer Frontansicht zeigen, mit mir zusammen drauf. Dann erkennt ihr genauer, was ich meine. Kommen wir einfach nochmal kurz zu der Frontansicht und wie die Bespielbarkeit sich dort äußert. Ihr kennt es sicherlich von den menschlichen Handpuppen oder von anderen Handpuppen auch, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, man kommt nicht mehr weiter oder die Puppe kann sich nicht weiter drehen. Und das ist bei Lucy genauso der Fall wie bei allen anderen Handpuppen. Nur bei dieser hier fällt es mir echt extrem auf. Liegt auch vielleicht einfach daran, dass wenn ihr mit der Hand da drin seid, dass die doch relativ
flach ist. Und ja, man doch sehr schnell verkrampfen kann, dadurch, dass man halt diese Bewegung hat. Lösung ist dafür natürlich, dass man dann seinen Körper, beziehungsweise dass der Puppenspieler seinen Körper einfach weiter nach links dreht und so ja, die Puppe mehr Spielraum hat. Was ist noch zu diesem wunderschönen Lamm zu sagen? Bis auf das mir diese eine Kleinigkeit mit dem Faden hier aufgefallen ist, ist es eigentlich ein ganz nettes Tierchen und kann sich damit anfreunden, wenn man die Puppe länger spielt, ist es, denke ich, auch weniger ein Problem, dass man sich vielleicht verkrampft beim nach links schauen. Ansonsten kann halt Lucy immer nur runterschauen und nach rechts schauen und an einem riechen. Ja, das Einzige, was mir halt, wie gesagt, nicht gefallen hat, ist das mit den Augen da. Hätte man das ein bisschen besser machen können. Nun ja, Preis ungefähr 34 Euro. Und die Größe hatte ich ja schon erwähnt, das ist die Körperlänge insgesamt, die ist 43 cm. Und die Höhe, nochmal sei gesagt, am Schluss ungefähr 33 cm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat Lucy gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, alles Gute, euer Hannes und Lucy. Ciao.